Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich weiß noch nicht mal, wie die vierte ist. Es müsste die 10. glaube ich sein. Oder die 12. Aber ich bin mir nicht sicher. Sobald ich drüben bin! Ja. Ich brauchte nur etwas Munition. Oh. Ja, verschwunden. 5 XP. So, reicht. Und durch. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. War ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha, ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Oh. Ja, habe ich beides nicht geschafft. Passiert. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt. Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wir sind meine Ziele. Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starrys Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Jeder kriegt das Seine. Um Zug versteckte Templer-Ziele auf. Verbreiten Sie das Territorium der Rocks mit Hilfe Eroberungsaktivitäten. Schließen Sie Sympathisantenaktivitäten ab, um Geld und Herrschaftsmaterialien und einzigartige Belohnung zu bekommen. Gut. Erfolg freigeschaltet. Modernes Babylon. So. Sequenz 4. Schnelle und zuverlässige Linderung. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. Natürlich. Aber vorher. Ich noch jetzt. Hä? Hier war doch die eine Wand. Zurück vom Streifzug, Meister. Wo war denn hier die Wand? Auf Ausrüstung und Waffen zugreifen? Auf den Schwarzmarkt zugreifen? Was jetzt? Ich wollte eigentlich hier die Sachen aufbauen, aber irgendwie kann ich das nicht. Aber hier kann ein Namen auf den Tresoren. Es geht. Wir sollten an deinem Kleidungsstil arbeiten.
Kiste der Macht, die besiege. Er hat den Spur. Rechnest du mit einem Faustkampf, Bruderherz? Auf Souvenirs. Dieser Zug gehört jetzt uns. Ah, da. Guck mal, auf Gang-Upgrades zugreifen. Genau, hier, das wollte ich machen. Was? Es war doch gerade eben noch nicht so teuer. War das wirklich gerade eben so teuer? Nee, machen wir kleine Kinder. Und Inventar. Hast du nicht. Ist gut genug. Scheißegal. Handschuhe. Great. Ja, natürlich. Schusswaffen nicht. Gürtel noch nicht. Naturburschen. Entdeckungsgeschwindigkeit. Erhöhen Sie den Sparkring. Ich würde sagen, ich nehme das Ding. Oh, 25%. Das ist heftig. Okay. Nee, das passt einigermaßen, aber nee, das passt auch nicht. Upgrades, Herstellungskosten, alles zu teuer. Gut, dann war's das und wir... Sind wir jetzt weiter weggeflogen? Sind einmal komplett hier durchgefahren. Naja, wir können aber hier hingehen zur Schnellreise, weil wir da schon waren. Ist zumindest gut gewesen, dass ich da war. So. Zack, alles hat geladen. Jetzt muss ich nur noch alles in den Videospeicher laden. Ne? Kommt schon. Perfekt. Geht doch. Was haben wir denn hier in der Umgebung? Eine gepresste Blume. Ein Helix-Glitch. Okay. Ein Löffel Sirup. Gut, ich guck mal, was das mit diesem Helix-Glitch auf sich hat. Würde ich sagen, bevor wir mal... Oder was haben wir hier noch so? Sympathisanten. Hier können wir noch so ein bisschen was machen. Okay, wir gucken mal, was das mit diesem Helix-Glitch auf sich hat. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ah, Helix-Glitch aufgesammelt. Gut. Nö, kannst du nicht. Lauf weiter.
Oh, wir sind schon viel zu weit. Ich habe mich schon auf ein bisschen Sport gefreut. Aua. So. Was von den beiden wollte ich jetzt machen? Das Ding wollte ich eigentlich machen. Ja. Einmal hinlatschen. Starex Beruhigungssirup besteht nur aus den besten Zutaten, importiert aus allen Gebieten des Empires und darüber hinaus. Gut, dann probieren wir das mal. Würde ich einfach mal sagen. Holen Sie sich Starex Beruhigungssirup gleich hier! Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Hm? Ah, zieh Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madame. Hm. Ah, da ist er. Boah. Einfach nach oben laufen. Einmal machen, was man dir sagt, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Ist B. Du wagst es? Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Den Lieferanten aufspüren. Natürlich. Machen wir doch. Wir dürfen uns nur nicht überfahren lassen von den Flügen, würde ich sagen, ne? So. Wir laufen aber hier oben drüber. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an dem. Dann finden wir mal heraus, wo dieser Sirup gemacht wird. Ist dem. Stehlen. Soll ich den jetzt stehlen? Auf geht's. Ach, der vorne ist der. Ups. Wäre schon fast dran vorbeigefahren. Oh! Oh.
Ich komm dir gleich darüber, du Penner! Ich hab sie nicht so früh erwartet. Erklär dich. Das Geld wurde gestohlen. Ich hole es zurück, versprochen. Geben Sie mir ein paar Tage, ich bitte Sie. Ich hole alles zurück. Der Verantwortliche für die Sirupverteilung hat einen Kampfclub bei der Gießerei. Gut, gut. Fortfahren. Dann gucken wir mal, wo diese Gießerei ist. Lauf schön weiter. Oh, hier können wir nicht mehr weiter. Ups. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Hau ja schon ab. Nach oben nehmen. Oben. Gefangen nehmen. Hoch mit dir. Wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Können die nicht einfach mal hier oben ein Fenster auflassen oder so? Ne, machen die scheinbar nicht. Kann doch einfach nicht wahr sein, dass die hier einfach kein Fenster auflassen. Ne. Muss ich wieder nach vorne und da rein. Oder? Nee, hier ist zu. Da kann ich rein. Hey, verpiss dich, bevor ich dir die Beine breche! Verpiss dich, bevor ich dir den Hals breche! What a peculiar fella. Da komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich. Schön. Laufen wir einmal hier drüber. Da unten war er doch. Da bist du ja. Komm schon, du blöder Trunkenbold! Den Verteilerboss kampfunfähig. Genau machen. Das wollte ich sehen! Du kriegst 5 Schilling, wenn du ihn K.O. schlägst! Es wird dir noch leid tun, wenn ich rüberkommen muss, Junge. Ich komme nicht zu nah! Das ist
Was? Wieso? Wieso macht das? Ich sollte den doch Kampf und... Habe ich den... Muss ich das nur kurz drücken, oder? Was muss ich machen, damit die mitkommen? Den handlungsunfähig. Ja. Komm schon, du blöder Trunkenbold! Ich hab genug von dir, Junge! Oder? Bist du jetzt? Jetzt abgehauen. Pass lieber auf, sonst ist es blitzschnell vorbei. Ah, jetzt muss ich ihn wieder rammen. Was erlaubst du dir? Wo wird der Sirup hergestellt? Sprich jetzt oder schweige für immer. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungssirup-Produktion ein für alle Mal. Abgeschlossen. Dem Plan unentdeckt stehen. Ja. Messing-Schlagring habe ich. Wie schön. Und Munition. Wunderschön. Nachrichtenticker. Okay. Unnatürliche Auslese. Ja, machen wir das dann nochmal. Würde ich sagen. Aber nicht mehr heute. Sondern das nächste Mal. Und bis dahin. Hey! Hat mich da jemand gerade angefahren? Würde ich sagen.